My dear friends, welcome. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Thank you for this possibility to speak about the Eucharist for words. Danke für die Möglichkeit, dass ich hier ganz kurz ein paar Worte über die Eucharistie sagen darf. As I came here, when I looked at the main altar, you see the four pictures on the main altar. Als ich hier hereinkam und den Hauptaltar gesehen habe mit den vier Bildern darauf. That is the Annunciation and the birth of Jesus. Also die Verkündigung und die Geburt Jesu. And the resurrection of Jesus. Die Auferstehung Jesu. And Mary meeting Elizabeth. Und Maria, wie sie Elisabeth trifft. Now, the Eucharist is the life of Christ. Die Eucharistie beinhaltet das ganze Leben Christi. So in the life of Christ, quickly we can think about seven mysteries which are reenacted in the Holy Eucharist now. Im Leben Christi können wir sieben Geheimnisse sehen und die werden jetzt in der Heiligen Messe wieder vergegenwärtigt. The event happened 2000 years back, as if it is happening now, is going to happen in the Eucharist. Also das eigentliche Geschehen ereignete sich vor 2000 Jahren, aber jetzt wird das Ganze nochmal vergegenwärtigt, als ob es jetzt in der Heiligen Messe passiert. For us. Für uns. So the seven mysteries are first Jesus' incarnation. Diese sieben Geheimnisse, erst einmal die Menschwerdung Jesu. And second is the baptism of Jesus. Dann die Taufe Jesu. Then the public proclamation of Jesus. Dann das öffentliche Wirken Jesu. Proclamation. Die Verkündigung. And then the passion and death of Jesus, the fourth one. Dann Leiden und Tod Jesu, das vierte. And fifth one is the resurrection. Und das fünfte ist die Auferstehung. And the sixth one is the ascension. Das sechste ist die Himmelfahrt. And seventh is the Pentecost. Und das siebte ist dann Pfingsten. And another eighth one is his second coming at the end. Und dann gibt's noch ein achtes und das ist sein zweites Kommen ganz am Ende. Quickly, let us understand, in the Holy Mass, when we sing Gloria, that is the moment of Jesus' birth. Ganz schnell wollen wir das kurz erklären. In der Heiligen Messe, wenn wir das Gloria singen, dann denken wir an die Geburt Jesu. Yeah. So that is the first part, the picture there, the Verkündigung, the Annunciation and the birth of Jesus is shown in the main altar. Am Hauptaltar wird das verdeutlicht in den beiden Bildern, einmal die Verkündigung Jesu und dann die Geburt Jesu. Yeah. That is how the life of Christ begins. So beginnt das Leben Christi. So in the birth of Jesus, the incarnation, he took our human nature in and he gave his divine nature. Also durch die Menschwerdung hat er unsere menschliche Natur angenommen und uns quasi seine göttliche Natur geschenkt. So from the beginning of the Eucharist, we are in the body of Jesus and Jesus is present here in the altar from the beginning. Also vom Anfang der Messe an befinden wir schon uns im Leib Christi und Jesus ist da gegenwärtig. And then Jesus is growing with praying and studying of the Old Testament. Und dann wächst Jesus auf und er betet und er studiert im Alten Testament. His prayer was the Psalms. Er betete damals auch die Psalmen. So in the Holy Mass we have Old Testament reading and the Psalms, which is the way Jesus grew. Und deswegen lesen wir auch in der Heiligen Messe die Lesungen, immer eine aus dem Alten Testament und dann auch die Psalmen. Also genauso wie Jesus, mit dem ist Jesus groß geworden. And when he grew up at the age of 30, he was baptized. Und dann im Alter von 30 ist er dann getauft worden. Heaven opened. Der Himmel öffnete sich. And the voice of the Father. Und man hörte die Stimme des Vaters. This is my beloved Son. This is my beloved Son. Das ist mein geliebter Sohn. And I am pleased with him. Und an ihm habe ich Gefallen gefunden. And from that time Jesus began to proclaim. Und von dieser Zeit an hat Jesus angefangen zu verkünden. So the priest is bringing from the altar, or priest is coming with the
Gospel Evangelium and proclaim standing as Christ. Also in der Heiligen Messe drückt sich das so aus: Der Priester nimmt das Evangeliar und zieht vom Altar zum Ambo, und der Priester ist ja auch die Person Jesus Christus in der Heiligen Messe. And so when he proclaimed, that is the moment after the baptism of Jesus. Wenn er also verkündet, dann stellt das den Moment dar, nachdem Jesus getauft worden ist. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to proclaim the good news to the poor. Da hat Jesus auch gesagt, der Heilige Geist ist auf mir und er hat mich dazu gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. And to heal the brokenhearted. Und die zerbrochenen Herzen zu heilen. And to bring good news to the poor. Und den Armen die gute Botschaft zu bringen. So that is what the Gospel and the interpretation the priest is giving. Das bedeutet es, wenn der Priester dann das Evangelium liest und das Evangelium auslegt in der Predigt. And after that, we stand up and say, I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit, in the Credo. Und dann sprechen wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. That is all what the Jesus preached to the priest, we believe. Also, wir sagen quasi alles, was der Pfarrer in seiner Predigt gesagt hat, ja, wir glauben das. And now there are prayers, the Fürbitte Gebet, the prayer of the faithful. Dann wird das Fürbittgebet gesprochen, das Gebet der Gläubigen. We must believe that Jesus himself is the high priest who is praying for us in the Holy Mass. Denken wir daran, dass Jesus selbst der hohe Priester ist, der auch für uns betet während der Heiligen Messe. All our prayers are united with Jesus' prayer to offer to the Father. Also unsere Gebete vereinigen sich mit dem Gebet Jesu und er bringt es dem Vater. Now the priest is moving from the ambo to Calvary to the altar. Und dann geht der Priester wieder zurück vom Ambo zum Altar, als ob er auf den Berg Golgatha geht. That is like he ended his public ministry in Palestine and moved to his passion. Das bedeutet, er beendet sein öffentliches Wirken, seine Verkündigung in Palästina und jetzt geht er nach Jerusalem zum Kalvarienberg, zum Leiden. Und jetzt beginnt die Zeit des Leidens und des Todes Jesu. So for that we have an offertory. Hier haben wir diese Opferung. So in the offertory, the priest is taking the bread he is offering as if that is the work of human hands and the fruit of the earth. Und der Priester bringt das Brot dar als Frucht der menschlichen Arbeit und als Frucht der Erde. So all humanity and the whole universe is offered here. Die ganze Menschheit, das ganze Universum wird hier hineingenommen. And this bread is a material is going to be transformed to the body of Christ. Und dieses Brot, das ja Materie ist, verwandelt sich in den Leib Christi. Yeah. And the wine and water he mixed, saying a prayer. Und während das Wasser mit dem Wein vermischt wird, spricht der Priester ein Gebet. He prays that by mingling of this water to wine, the humanity is mingled with the divinity of Christ who humbled himself to assume the humanity. Also während er das Wasser mit dem Wein vermischt, spricht er ein Gebet, in dem er ausdrückt, dass sich die göttliche Natur mit die menschliche Natur mit der göttlichen Natur vereinigt. Ja. So all our human nature is mixed with divine nature and Jesus is offering that to the Father. Also unsere menschliche Natur vereint sich dort mit der göttlichen Natur und Jesus bringt es zum Vater. Like in the wedding of Cana, the water transformed to wine. The same way, everything will be transformed and our life also will be transformed. Genauso wie bei der Hochzeit zu Kana, wo das Wasser sich in Wein verwandelt hat, so wird auch das Brot zum Leib Christi. And then we have the preface prayer,
the preface prayer and also the epiclesis and the institution prayer. Dann kommt das Hochgebet und die Einsetzungsworte, die Epiklepsie. And then the Holy Spirit come upon not only the gift here upon all of us. Und da kommt dann der Heilige Geist nicht nur auf die Gaben von Brot und Wein, sondern auf uns alle herab. And when he prays, this is my body, the bread become the body of Christ and all of us also receive that transformation. Und wenn der Priester betet, das ist mein Leib, dann wird das Brot zum Leib Christi und nicht nur das Brot verwandelt sich, sondern wir alle werden verwandelt. So during this time we are buried with Jesus and risen with Jesus. Während dieser Zeit werden wir also quasi beerdigt mit Jesus und wir werden auferstehen mit Jesus. And though we say this is the mystery of our faith, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Dann kommt das Geheimnis des Glaubens. Wir sagen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und Jesus wird wiederkommen. So we experience that his coming, second coming. Also, wir denken da an sein zweites Kommen. Because he is same, Alpha and Omega. Weil er ist derselbe, Alpha und Omega. And then the priest is lifting up Jesus in this prayer through him with him in him. Und der Priester hebt Jesus dann empor mit diesem Gebet durch ihn und mit ihm und in ihm. That is the time of ascension of Jesus. Das ist diese Zeit, wo wir an die Himmelfahrt Jesu denken. So, through incarnation we were in the body of Jesus. Durch die Menschwerdung wurden wir in den Leib Christi aufgenommen. Through passion and resurrection we were in the body of Jesus. Durch Leiden und Auferstehung sind wir im Leib Christi. Now in the ascension also we are with him in his body. Und jetzt auch bei der Himmelfahrt sind wir mit ihm vereint in seinem Leib. So he take us into the house of the Father. Und so nimmt er uns hinauf mit zum Haus des Vaters. Then we pray our Father prayer in the Father's house. Dann beten wir das Vater unser Gebet im Haus des Vaters. And thereafter he is inviting us to have the marriage feast with us, the feast of the wedding lamb. Und danach lädt er uns ein, das Hochzeitsmahl mit ihm gemeinsam zu haben. So that is the time Jesus is giving his risen body for us to eat. Und das ist die Zeit, wo uns Jesus seinen auferstandenen Leib zu essen gibt. So which transform our life. Und dieser verwandelt dann unser Leben. All our sins are cancelled and we experience the risen Lord. Unsere ganzen Sünden sind weggewaschen und wir erfahren den auferstandenen Herrn. And we have the hope of his coming again. At that time we will meet him. Und wir hoffen darauf, dass er wiederkommen wird und dann werden wir ihn treffen. And the final prayer, the mass is ended. And you go and proclaim Christ. Dann das Schlussgebet, die heilige Messe endet und dann heißt es, geht und verkündet Christus. That is in summary what we are going to experience now. Das ist jetzt so die ganz kurze Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gleich erfahren werden. This understanding will right now make you a very good experience of Jesus in your life. Mit diesem Verständnis werdet ihr jetzt gleich eine ganz, ganz tiefe Erfahrung Jesu in eurem Leben machen können. Thank you. Danke. God bless you. Gottes Segen. Amen.